Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Star Wars The Old Republic. Wir haben hier beendet bei Meister Ostergeil. Da es ein paar technische Probleme gab, ist die letzte Folge kürzer ausgetreten. Sagt man das so? Von uns beiden. Keine Ahnung. So, und wir sprechen jetzt mal mit Meister Ostergeil. Mit dabei Albert, also Tutor Dark. Und Maxerata. Gaming, moin. Endlich sprechen wir uns. Ich bin Meister aber ich will Ostergeil, nicht sagen, aber denn Verwalter der Jedi-Archive und enger Freund eurer Meisterin. Eure Meisterin sagte mir, ihr hättet auf Tython großes Potenzial gezeigt. Aber die Prüfungen eines Padawans werden euch nicht definieren. Was meint ihr, Meister? Bitte fahrt fort. Das will ich nicht hoffen. Mein Interesse ist geweckt. Jedi, die Tython verlassen, haben immer einen Weg gewählt. Ich wurde ein Hüter des Wissens. Andere wurden Taktiker oder verfolgten die wahren diplomatischen Künste. Aber diese Wege sehe ich für euch nicht voraus. Bei euren Stärken kommen zwei Wege in Frage. Ihr könntet euch den heilenden Techniken der Macht widmen, der Verteidigung der Schwachen. Oder ihr könntet euch dem geheimen Zweig des Jedi-Ordens anschließen. Seine Anhänger benutzen die Macht, um die Republik verdeckt zu beschützen. Wenn ihr bereit seid, wird Meister Dynaroth diese Phase eurer Ausbildung beenden. Danke. Habt ihr noch einen Rat für mich? Ich habe keine Zeit für sowas. Wollt ihr mir zum Abschluss noch etwas mit auf den Weg geben? Die Archive erzählen von großen Jedi, die die Galaxis zum Besseren gewandelt haben. Wie auch immer ihr euch entscheidet, handelt nach ihrem Vorbild. Geht nun. Wählt euren Weg innerhalb der Macht und macht eure Meisterin stolz. Neuer Kodexantrag erwartet die Klasse Jedi Schatten. Und Jedi Gelehrten. So, und dabei wären wir wieder beim Thema. Schreibt's in die Kommentare und in den Chat. Was meint ihr, was für eine erweiterte Klasse soll ich denn wählen? Wir schauen uns die beiden nochmal an. Jedi Gelehrte. Ihr könnt Pause drücken, wenn ihr das euch durchlesen wollt. Ich würde es jetzt gerade nicht tun. Können wir wählen zwischen Heilen, Schaden und Schaden. Ausrüstung Lichtschwert und Fokus. Rüstung leicht. Hauptwert Beherrschung. Ressourcen Macht. Jedi Schatten ist Tank. Schaden und Schaden. Ausrüstung Doppellichtschwert, Fokus. Ich hab auch Schaden. Rüstung leicht. Hauptwert Beherrschung und Ressourcen Macht. LOL! Ich kann mir nicht viel kaufen. Schreibt es in den Chat und unter die Kommentare von YouTube, welchen Weg wir gehen sollen. So, und Albert, ich hörte, du sitzt irgendwo bequem. Genau. Da wo deine Quest ist. Spezialfortbildung, Jedi-Botschafter. Ah, verstehe. Du musst dich jetzt fortbilden. Exerata, wo bist du? Wie gesagt, ich rüste mich gerade aus. Ja, das könnte nicht schaden, oder? Aber ich habe leider zu wenig. Ja, doch, da. Bei, hier, Versorgungsgüter. Ganz vorne. Okay. Also, hinten mehr gedacht. Ach, da. Ja, könnte ich auch mal hingehen, würde nicht schaden. Aber hat eigentlich zu wenig. Wie heißt das hier? Einfache Datenkristalle oder? Ja, wir müssen eine Heldenmission machen. Macht damit. Eine Heldenmission machen. Also ich muss die Mission, die Ankunft, nehme eine Fähre nach Coruscant und Spezialfortbildung Jedi Botschafter. Ich muss der gesamte der Jedi Gesandte machen. So, ja, wir müssen auch nach Coruscant. Ja, das ist ein Zufall. Alex, kannst du mich allgemein muten? Ich soll dich muten.
Ja, also das, die anderen möchte ich ja nur du. Hier. Okay. Ja. So, wir stehen hier gerade vom Modifikationshändler, um unsere Ausrüstung zu modifizieren. Leider können wir das nur mit dem Lichtschwert machen. Das sind die besten Preise an diesem Ende der Galaxis. Überzeugt euch selbst. Ich würde sagen, ich gehe auf Ausdauer und Schild oder Absorptionswert. Alex? Ja. Was? Okay. Nee, ich hab nichts gehört. Nö. Achso, ich rede jetzt erst, was? Bin ich jetzt erst? Jetzt höre ich was. Ja, jetzt redest du. Also jetzt bin ich. Jetzt höre ich dich wieder nicht. Hab mich sehr gefreut. Warte. Jetzt hör... Seht euch die Ware. Wir hören das jetzt. Womit kann ich die? Das Tippen hören wir, ja. Klar und deutlich. So, jetzt ja. Hab mich sehr gefreut. Mann. Inventar voll, so ein Scheiß. So, ich hab modifiziert. Und ihr? Jawohl. Nee, nicht ganz. Nicht ganz. Da ich auf die Kommentare noch warten muss, da die Folge ja noch nicht da ist, werde ich die erwartete Mission jetzt gehen. Noch nicht wählen können. Das heißt, die Mission... Spezialfortbildung werde ich noch nicht durchführen. Das heißt, wir begeben uns jetzt gleich nach Coruscant. Mach nicht. Ich hab noch einmal was holen. Danke fürs Warten. Oder Mexiko. Oder Ninja. Und ich muss mit Quaison muss ich noch reden. Es ist echt schön, dass ihr wartet. Ich stehe doch hier vorne bei dir. Und ich suche mir gerade eine schöne Rüstung vom Handelsmarkt. Scheiße. Ich finde das nicht. Ich will aber hier nicht zu lange warten. Ich suche nur ein Dings. Wo ist es? Ah, hab gefunden. Boah, meine Maus rastet gerade aus. Also, mein Computer mal was. Inventar C öffnen. Okay, die Rüstung nehme ich. Was willst du? Ich habe mir eine Rüstung geholt. Hast du sie gehört, ein Stim? Eine Rüstung. Was für eine? Wirst du ja sehen. Wirst du sehen. Ja, wie viele Minuten geht die Folge noch? Sind bei der Hälfte angelangt. Bei mir. Oh, ich kann jetzt Push to Talk nicht mehr reinmachen, weil was passiert, wenn ich jetzt das Fenster schließe hier? Also kurzzeitig nur. Mit dem Muten. Ich weiß gerade nicht, wo du bist. Ich mute mich mal wieder. Hey, lol.
sehe gerade, ne? Also okay. Vielen Dank. Hört ihr mich? Ich höre dich, ja. Ja. Ey, ich habe mich gerade gemütet und jetzt schon wieder. Was ist das? Skype macht bitte besser. Mit freundlichen Grüßen, Mixerata Gaming. Danke. Jetzt komme ich durch nach Hause und hau ich kurz. Ist so. LOL. Wie viel habe ich noch an Daten muss sein? Ach, siehst du, ich kann noch was kaufen, ne? Hey Albert? Hm? Warum nutzt du, stehst du beim Level 17er, Modifikationshändler? Das ist Level 14. Ja, egal, was es ist. Und wie findest du die Rüstung? Mit wem redest du denn? Mit dir? Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt, danke. Warte. Okay. Nicht wegrennen. War nicht so gemein. So, ich flirte hier noch ein bisschen mit einem Jedi-Wächter. Ich bin ja fertig. Ich geh dir wirklich. Willst du was verkaufen? Boah, warum hast du Spaß mit dem Maus? Heute ist aber alles am A. Das. Weißt du? Ach, wo kam hier die. Ich hol mir jetzt mal eine Mission, ne? Macht ihr mit? Welche denn? Na, die mit dem, warte, mit dem. Oh, wie heißt das jetzt denn? Ich werde laufen. Oh, wie heißt denn die? Wo ist denn die? Wie heißt die? Ich würde gerne auf Coruscant landen jetzt eigentlich. Ja, mach mal gleich. Moment, ich will nur eine Mission holen, schnell. Ey, ist finde. Die mit den Crew-Fähigkeiten, die will ich mir holen. Liebe Zuschauer, bitte jetzt nicht schlecht werden dabei. Ja? Dann warte ich hier. Dann gehen wir weiter auf Coruscant. Warte, ich sage noch schnell was. So, wir begeben uns jetzt auf dem Weg nach Coruscant. Joa, unser Stargast hat eine neue Rüstung. Mit einem Cape. Ja, schreibt bei mir oder bei Alex in den Kommentar. Ist das jetzt ein Ernst, Typ hier, und dieser komische Typ? Im Weg drin. Ja, warte, lauf mal ein bisschen weiter nach vorne, Alex. So, ich habe genug geflirtet. Wir können gehen. Okay. So, schreibt in den Kommentar, wie ihr seine Rüstung findet. Hey, jetzt, der will uns rollen, ne? Der, wie der uns hinterherkommt, Mann. Lol. So ein Stalker. Hast du mitgekriegt, der war? Ja, die einzigste Frau hier, ne? Ich bin schon sehr sexy, muss ich schon sagen. Hey, das ist ein Little Fanboy. Da war gerade noch eine Frau, also. Das ist keiner Fanboy von uns. Aber keine sexy Frau, so wie ich. Wie lange geht die Folge, Tor? Lol, der ist verschwunden. Hä? Wir sind bei 14, 15 Minuten. Bin ich jetzt richtig? Ja. Coruscant. Oh, und hier ist eine Sidequest. Wie heißt die? Prioritätstransporter Offizier, Flashpoint DSLS. Nee, machen wir nicht, machen wir später, aber. Ernsthaft? Sollen wir die jetzt machen? Sollen wir die jetzt machen? Das ist ein Flashpoint, das ist für ungefähr 2 bis 4 Leute ungefähr gedacht. Sollen wir die jetzt machen noch oder nicht? Könnten wir eigentlich. Also, von mir aus könnten wir. Weil du jetzt. Obwohl, ich kann nicht mehr lange. Ich muss ungefähr 10 Minuten aufhören. Ja, gut. Okay. Also müsst ihr das dann ohne mich machen. Lohnt sich das erstmal nicht. Aber wir können das Gespräch machen und dann. Werden wir in der nächsten Folge den Flashpoint sehen. Warte, ich sag mal bei mir, bei meinen Zuschauern noch schnell, warte. In der nächsten Folge wollen wir es machen, wa? Erstmal das Gespräch jetzt. Warte, ich will sagen, okay, in der nächsten Folge wollen wir jetzt wahrscheinlich den Flashpoint machen, aber
Ja, erstmal das Gespräch. Ja. Im Galaya Nuba, Jinim Naya, Lak Umnan Mege, Bomo Gala Apaya, Nilama Imi Anka Anga, Memgam Gangi, Nina Geguan, Amnerna Hanak. Das höre ich gern. Wenn ihr das sagt, ich bin noch nicht bereit, bist du noch? Das sind erfreuliche Neuigkeiten. Mim Ilik Meraka, Nayenaram, Kam Kalu Amik Manik. Manala Yang Perlu, Amka Kalami Naya Kira Nubua. Als das Spiel der Flashpoint starten? Flashpoint starten? Nicht jetzt. Also sollen wir welches jetzt nehmen? Flashpoint starten, oder? Jo. Ich hab wieder noch eine Ladung. Lol. Begib dich an Bord der SLS und schließ den Flashpoint ab. Das wäre dann hier in dieser Richtung. Genau. So. Alex? Ich bin bereit, ja. Was? Hast du die Gildeneinladung bekommen? Nee, hab ich nicht. Ich schon. Kommst du mal bitte hier hin? Was haben wir jetzt hier vor? Okay, kannst du bitte nach links gehen? Hey, warte. Von hier aus links. Meine linke Seite. Okay, sieht ein schönes, so ist ein schönes Bild. Ja, okay, jetzt sind wir. So. Und du? Ja, der Dudi, ja. Schick mal den So. Schick mal den Gefahren weg. Ja. Mit diesem schönen Abschiedsbild verabschiede ich mich von dieser Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es heißt, die Essel. Ich bedanke mich bei Mixer Gaming. Tschüss. Er war ganz leise, einen Schuss zu sehen. Zu hören? Nicht zu sehen. Und bei. Albert. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.